Der Mühlenkeller, ein echtes Schätzchen. Teilweise noch aus dem Jahr 1652, wie dieser Eichenbalken. Vieles andere ist mittlerweile modernisiert und erneuert. Diese Eichenbalken sind ganz neu. Zimmermänner haben sie uns vor wenigen Tagen eingesetzt und die Balken passgenau eingefügt. Eichenbalken, die ausgebaut werden, werden an anderer Stelle wieder eingesetzt, wie hier, wo ein Eichenbalken eine neue Funktion als Säule gefunden hat. Überall zu sehen die schönen Wellen von der alten Mühlentechnik. Es gibt nur ein Problem mit diesen alten Kellern. Damals wurde es so gebaut, dass das Wasser kontrolliert durch den Keller durchfließen kann, denn man hatte keine Möglichkeit, dies zu verhindern. Wir haben teilweise mit der Kanalisation schon angefangen, denn wir möchten an diese Stelle betonieren. Und auf diesem Untergrund ist das nicht möglich. Aber natürlich brauchen wir genau wie alle in diesem Keller Platz für unsere Heizung und den Warmwasserspeicher. Um den Boden vorzubereiten, haben wir zunächst diese Rutsche gebaut, um einen einfacheren Zugang in den Keller zu haben. Hierüber werden nun zunächst Flusskiesel und später auch der Beton in den Keller geschafft. Das Rauschen, das man im Hintergrund hört, kommt nicht von diesem kleinen Rinnsal, sondern von der Menge an Wasser, die momentan durch die Turbine fließt. Mit dem Kies ist es uns gelungen, eine gute Grundlage für die späteren Betonarbeiten zu schaffen. Hier links sieht man eine der Sandsteinplatten, die den Boden vorher bedeckt haben. Nun ist eine dicke Schicht Beton aufgetragen. Der kleine Absatz hier, der wurde betoniert, um die Mauer zu stärken. Wie man sieht, drückt sie ganz schön doll vom Hang in den Keller hinein. Mit diesem Absatz ist sie jetzt gestärkt für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Alles ist vorbereitet, fehlt nur noch die Heizung. Zuerst wurde der Pufferspeicher und seine Isolierung geliefert. 200 Kilo, die sich relativ gut handeln lassen. Das Scheunentor ist breit genug. Jedoch muss der Pufferspeicher jetzt durch dieses Loch durch den Boden in den Keller.
Und da steht er nun an seinem neuen und zukünftigen Platz im Mühlenkeller von 1652. Aber das war noch nicht unser größtes Problem. Der Kran, der die Heizung brachte, passte nicht unter das Vordach der Mühle. Von allen Seiten wurde es probiert. Die Heizung, die eine halbe Tonne Gewicht hat, war ohne den Kran überhaupt nicht in den Keller zu bekommen, aber der Kran passte nirgendwo unter das Vordach. Und plötzlich, zu unserer allen Verwunderung, hat es doch noch geklappt. Bauen und Leben in historischen Gebäuden sind eben immer nicht ganz leicht, aber am Ende wird immer alles gut.